Moin, hier ist Heini. Schön, dass du auf meinem Kanal bist. Heute möchte ich wieder was bauen und zwar in 3 Wochen ist das soweit, dann ziehe ich um. Und da brauche ich auf jeden Fall schon mal Böcke. Und da habe ich gesagt, diese kleinen Lulli-Böcke, die ich habe, bringt mir nichts, weil ich muss ja auch ein bisschen Balken drauf oder so. Möchte ich was Stabiles bauen. Ich habe bei Stefan, ich klaue ja so gerne, ne, bei Stefan hier so ein paar alte Bretter geklaut. Und die werde ich nutzen als Restholz. Und dann werde ich mir Böcke, stabile Böcke ausbauen zum Klappen, dass man die auch einfach so wegnehmen kann. Und was ich möchte, ist auch mittendrin in der Ablage. Weil wenn du am Arbeiten bist und irgendwo dein Werkzeug hinpacken musst, dann kannst du ja am besten im Schnitt unter der Ablage, als wenn du es immer im Sand oder auf den Boden schmeißt. Ne? Dann ist der Plan dahinter. Ob das klappt, werden wir sehen. Viel Spaß beim Video, meine Lieben. Ich habe mir überlegt, dass ich ein Meter, dass ich 1 Meter abzeichne, abziehe jedes Mal, jetzt Holzstock da, genau, so werde ich das machen. 1 Meter hoch, geht dann auch minimal hoch, ich habe da keine Lust, weil, wie hoch ist das Ding hier? Ne, 1 Meter ist übertrieben, oder? Kommt ja noch ein Brett oben drauf, 90, machen wir 90 hoch, 90, da kommt ja noch was hin, dann sind wir auf diese Höhe, ich habe keinen Bock, dass ich immer so, ne, wegen meinen Rücken, ich dachte gerade, meine Maus kommt wieder an, du. So, dann machen wir da mal hin. Machen wir mal 90. So, die sind erstmal fertig. Wie gesagt, da vor Sand alles doof. Der eine habe ich gesagt, der ist ein bisschen nicht der. Da. Ach, hier ist noch die Kante ein bisschen. Den mache ich neu. Sieht ja auch Mumpfels aus. So. Wie breit sollen die denn werden? Meine Rocker. Aua. Jetzt schaue ich Stefan an. Der ist schon wieder verletzt. So, ich habe gesagt, die sind 90. Soll nicht zu breit sein. Man muss auch arbeiten können. Ich glaube, 70 breit wird die. 70 tief. Doch, 70 tief wird die. Also brauche ich 2 Bretter von 70. 10 im Idee. 2 Stück sind 70. Dann kommen die hier so hin zum Klappen. Da auch. Genau. Genau. Die sehen aus. Soll ich einmal den Hobel schieben? Ne, dann ist mein Messer gleich stumpf. Ey. Lass ich so. Dann wird ja nur von draußen verwendet. Ne? Mann, komplett zerstört. Wird ja nur draußen verwendet. So, den haben wir das fertig. Dann muss ich meinen Plan aufrufen. Okay. Das ist das, das ist das. Hier kommen denn. Die Dinger dran. Quiet, 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 ne? So. Überall 2 Stück. Die werde ich jetzt überall hier dran schrauben. Die Feder kommt immer nach innen. Bam. Ja, die Feder kommt immer nach innen. Habe ich noch vernünftige Schrauben dafür. Erstmal vorbohren. Passt, perfekt. Jetzt habe ich nur 1 Schraube rausgeholt. Es geht immer ganz schnell, so provisorisch was zu bauen. Kennen wir doch, provisorisch. Hält am längsten, ne? So, das Provisorium, du. Ach, Schrauben nehme ich hier 40 mal 30. Reicht. Ne?
So. Schaff mal hier einen Platz. Oh, den Akku muss ich mal aufladen, fällt mir gerade ein. Ich noch mal eine Stecker, ne? Ist das richtig? Ist richtig. So, ich habe jetzt noch mal eben vier Bretter zugeschnitten. Die sollen ja hier unten dran. Die sind genauso lang wie die anderen, wie die von oben, ne? Ja. Will ich ja gar nicht. Winkel gleich. So, wir machen den von unten 30 cm. 30 cm. Kunstrecken. 30 cm, das sieht aber auch schäbig aus, ne? Aber egal. So, ist innen. So. Mausi. Angeschraubt, ne? So, ja, mal. Das war's. Alle vier. Jesus, ist das kalt. Ich habe von Stefan nochmal eben Holz geklaut. Ich habe ein bisschen dickeres genommen, weil wenn die beiden zusammenkommen jetzt hier unten, ne, ist das ja ein bisschen dicker. Ne? Und dass das nicht übereinander schlägt, sondern einheitlich ist, also zusammen vernünftig ist und nicht absteht, habe ich da oben ein bisschen dickeres genommen, dass ich das nicht versetzen muss. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? So. Den werde ich jetzt da oben drauf packen. Habe ich auf dieselbe Länge zugeschnitten. Die Kante unten werde ich bündig machen. So. So. Na, also Janier unten bündig machen hier. Und dann wollen wir mal eben. Oder wir machen das genau Mitte von der Rille. Genau. Eben wieder vorbohren. Schraube rein, sonst rutscht er mir wieder weg. Also die kleinhandlichen Schrauber, ne? Jetzt egal welche Firma, finde ich ja praktisch. Ne? Die ist ja für eine Werkstatt immer besser als so eine große knotige. Ne? Wie gesagt, hat ja jetzt, jetzt nicht nur Bosch. Ich nutze jetzt nur Bosch in solchen Sachen, aber gibt ja auch von anderen Firmen die kleinen. Finde ich echt praktisch. Wenn ich das immer so gucke, dann haben ja auch die meisten, wenn ich immer Instagram verfolge oder so, ne?
Jetzt ist der zweite auch fertig. Und jetzt sieht man, dass das, wisst ihr, was ich meine, ein bisschen breiter jogen, damit das auch hier vernünftig zusammen ist. Ne? So, jetzt messen wir das mal einfach aus, dass wir natürlich gleich stabilisiert, wenn das Zwischenbrett drin ist. Ne? Zack. Ich habe, glaube ich, gesagt, 40 wollte ich haben. Dann hat er noch eine Höhe von. Nicht wegrutschen. Höhe von 87 cm. Wenn ich den jetzt auf 40 mache, ne? Ich hatte jetzt die Multiplex nicht angebrochen, die ich hatte. Ich hatte nämlich nur zwei Bucheplatten. Da es jetzt nicht nur im Regen steht oder draußen verwittert, denke ich mal, das hält auch. Und wenn ich wieder ausgewechselt nehme. Den habe ich jetzt mal zugeschnitten. So. So soll das kommen. Ach, das ist sowas von stabil, du. So. Jetzt bauen wir die Platte rein. Ich habe hier eben, genau deswegen, eben eine Klemmzwinge dazwischen gepackt, dass er nicht wegrutschen kann. Ne? So, dann hatte ich eine kleine Planänderung gemacht. Und zwar, ich nehme keine Klavierbänder. Das ist mir, habe ich ja geschnitten, das ist mir zu spillerisch. Ne? Dafür habe ich mir jetzt dafür entschieden, diese ganz normale Scharniere ist stabiler. Wir wollen ja auch nicht, dass das Schrott wird. Ne? So. Jetzt mal aufgehen, du. Oder so. Ein Mühe, dass du aufgehen. Perfekt. So. Und dann soll wieder Mühe zugehen. Hoho. Hier machen wir dasselbe jetzt auch nochmal. Wird kein Schönheitspreis gewinnen, das ist mir schon klar. Das soll einfach nur eben schnell aus Restholz ein paar Böcke machen. Ne? So, fertig. Jetzt kommt das Ding hier noch an. So. Der wird so rankommen. Dann wird hier das Bohrloch sein. Den bohre ich ein bisschen größer vor, nicht mit 3 mm, mit 5 mm. Ups, ich wollte gerade hier reinbohren wieder, du Mann. Hahn. So. Oh Mann. So, jetzt nochmal. Ach hier, die Feder habe ich hier weggemacht. Ne? Natürlich genau da, wo gleich das Gegenstück hinkommt. Ne? So. Und zwar... Da kommt er hin. Ich habe letztens hier so ein Ding, Stück Holz in den Finger gekriegt und genau da musst du drehen. Ne? Ja, aber schon ein Bleistift, alles gut ist, du. So, mal gucken. Perfekt. Zack. Weg. Perfekt. Meine Lieben. Das ist jetzt meine 0815 Version, was ganz schnell geht. Damit ich, wie gesagt, zu Hause, wenn ich jetzt in eine neue Werkstatt, klappe ich auf. Zack. Hier genauso. Zack. Und schon hast du einen Hammerbock. Reicht vollkommen, dass ich meine Balken da drauf packen kann, dass ich zusehen kann. Ne? Wie gesagt, gewinnt keinen Schönheitspreis, um Gottes Willen. Aber eben von der Schnelle her, dann braucht er hinten nicht was Großes machen. Ne?
dass ich da eben, habe ich jetzt zwei Stück von gemacht, dass ich da wenigstens Böcke, es kommt noch eine kleine Werkbank die nächsten Tagen, Werkbank nicht, sondern zum Falten, was ich da dann nehme, ne? Draußen eben, bis alles fertig ist und reicht vollkommen. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt am Arbeiten bin, ne? Keine Ahnung was, ey, ne? So kann ich wenigstens hier Akkuschrauber, keine Ahnung was, brauche ich das nicht in den Dreck reinpacken, darum wollte ich das eben, dass das hier zum Klappen ist, ne? So, wenn ich das jetzt hoch haben will, einmal, zweimal, und Mama geht wieder weg, das hat das nicht, wo der hingehört. Ne? So, zack. Zack. Hier rein da. Zack, fertig. Kann er nicht wegrutschen und gar nichts und stabil. Überlebt mir, garantiert. Mein Ohr. Also, ja, eben auf die Stelle so hingerotzt, reicht vollkommen. Für meine Arbeiten jetzt, ne, ist ja nicht für die Werkstatt, ist für draußen. Für, wenn ich meine Werkstatt aufbaue, muss ich ja irgendwas in eine vernünftige Höhe haben. Und dafür ist halt perfekt. Ja, meine Lieben, ratzfatz hingeklotzt, das Scheißding. Ne, Entschuldigung, Scheißding nicht, sondern das schöne Ding, aber aus Restholz. Ne? Warum will man alles verbrennen? Danke, Stefan, nochmal, dass du mir das Holz gegeben hast. Ne, weil ich hatte überhaupt kein Restholz groß mehr, ne? Aber ich wollte auch kein neues Holz dafür kaufen. Da ziehe ich dir nicht ein, du kannst besser aus Restholz machen. Also, perfekt. Was will man noch mehr? 1A. Ich sage vielen Dank. Und ich habe einen neuen Kanal, könnt ihr gerne abonnieren. Auch in der Link unten ist eine Beschreibung. Würde mich freuen, da wo nur Produktvorstellungen und sowas sind, ne? Wo ich Maschinen, wo ich Gewinnspiele mache und so alles. Könnt ihr gerne abonnieren, Link ist unten drin. Weil ich auf diesem Kanal kommt noch ein einziges Video, Gewinnspiel. Auf diesem Kanal noch, da hatte ich nämlich hier schon für diesen Kanal gemacht. Und alles andere wird später auf einen anderen Kanal kommen. Könnt ihr gerne kommen, gucken. Könnt ihr auch, wie gesagt, abonnieren, würde mich freuen. Und ja, ne? Diesen Kanal aber auch abonnieren. Nicht vergessen. Und ich sage mal Glockieren, die Glocke drücken. Meine Lieben, ich sage in diesem Sinne ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss.